Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht's wieder mal um ein paar Drachenrennen und zwar sind wir jetzt ja in Patch 10.1 angelangt und dementsprechend einmal hier in der neuen Zone Zaralak-Höhlen. Und dort können wir ein paar Drachenrennen absolvieren. Es ist wieder das übliche Spiel, es gibt quasi die normalen Rennen. Die habe ich jetzt alle eben auf Gold abgeflogen, die sind absolut easy. So viel schon mal dazu. Und jetzt in dem Video wollen wir uns einmal die fortgeschrittenen Rennen anschauen. Das sind insgesamt 6 Stück und natürlich machen wir die auch gleich auf Gold, ne? Also dementsprechend geben wir uns hier nicht mit Bronze oder Silber zufrieden. Heißt, wir werden jetzt alle 6 Rennen einmal abfliegen und schauen, ob wir die in Gold kriegen. Und dann gibt es die Tage noch ein Video, wo wir das Ganze auch in umgekehrt anschauen. Wenn wir das alles erledigt haben, gibt es dann auch nochmal hier ein schickes Meta-Achievement. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal durch mit dem ersten Rennen. Ich befinde mich jetzt hier unten auf den Koordinaten 58, 57. Es ist ein bisschen versteckt, muss ich sagen. Schauen wir mal kurz raus. Also hier unten haben wir das Lager, wie ihr hier seht. Und hier oben drin hockt der Kollege. Und da haben wir dann gleich mal das erste Rennen. Ich würde sagen, wir starten mal dann bei den Fortgeschrittenen rein. So, Dala, Try Nummer 4. Eben habe ich ein bisschen verkackt, ich sag's euch. Da bin ich an so einem Tor vorbeigesegelt. Das war nix. Muss nur ein paar Sekunden rausholen, ne? 50 Sekunden ist hier der Timer, den man quasi schlagen muss. Ich hatte jetzt 52 Sekunden, 51 und ja gut, einmal habe ich halt hart verkackt. Ich muss mal gucken. Ich glaube, dieses Hochfliegen müsste ich mal öfter auch benutzen. Das scheint tatsächlich eine ganz gute Angelegenheit zu sein. Habe ich eigentlich nirgends noch Zeit rausgeholt. Ich habe mir mal sagen lassen, dass man theoretisch die Kugeln auch durchfliegen kann, wenn man den Schub hat. Bis jetzt bin ich da ehrlich gesagt immer hängen geblieben, deswegen habe ich das bis jetzt immer noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ah, diesmal hat es gereicht. Aber sauknapp. Okay, gut. 4 Tries habe ich gebraucht. Das hätte man, denke ich mal, auch im ersten oder zweiten machen können. Aber gut. Abgeschlossen ist abgeschlossen. Dann sind wir am zweiten Spot. Und zwar bin ich jetzt hier oben bei den Koordinaten 58, 45. Und dort machen wir dann auch wieder hier den fortgeschrittenen Flug. Sudala, Try Nummer 5 müsste das sein. Ich hatte eben ein bisschen einen Unfall mit so einer, ja, so einer Säule, würde ich jetzt mal sagen. Bin da dezent hängen geblieben. Und da ich jetzt eh schon ein paar Tries hatte, wo es nicht gereicht hat um ein paar Sekunden, ist dann eigentlich schon Feierabend. Ne? Also wenn du irgendwo hängen bleibst, das holst du nicht mehr rein. Weil dann bist du komplett runtergeslowt und dann war es das tatsächlich. Der Kurs scheint jetzt hier schon ein bisschen tougher zu sein. Beim ersten Mal nicht mehr Silber gepackt. Ja, das ist schon nicht so gut. Aber jetzt habe ich hier nicht so den Speed, ne? Ich glaube, das ist schon mal nicht so geil. Da war gerade das eine Teil, habt ihr gesehen, dieses kleine. Ja, das wird schon blöd laufen. Ich will jetzt nicht den hier Teufel an die Wand malen, wie man so schön sagt. Aber hier bin ich zwischendrin zu langsam. Ich glaube, das wird nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt mitgenommen habe oder nicht. Schauen wir einfach mal, pulvern wir hier einfach mal voll durch. Lol, das hat gereicht? Hä? Ich dachte, ich bin jetzt viel zu langsam. Okay, anscheinend ist mein Judgment da auch nicht so wirklich gut. Weil ich, also das Ende war gut, da konnte ich jetzt voll durchprügeln, aber hinten war ich, im ersten Teil war ich, wo ich runtergeflogen bin, viel zu langsam gefühlt. Na gut, hat geklappt. Ist mir auch egal, warum es geklappt hat. Es hat geklappt. Und dann würde ich sagen, schauen wir weiter zum nächsten. Dann sind wir beim nächsten. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 51, 46. So, erster Run. Da drüben wäre gleich schon eine Wolke. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht, ne? Weil da kriege ich dann die Kurve nimmer. Wenn ich hier später verzweifle an dem Rennen hier, dann werde ich eventuell mal das probieren, die zu kriegen, aber aktuell... Oh shit, das war aber richtig knapp. Das mit den Feuerbällen ist immer eine fiese Angelegenheit, ich sag's euch. Ah, das habe ich nicht erwischt, ne? Ich habe eine Wolke, habe ich nicht bekommen.
Das kann halt schon viel ausmachen. Also Betonung liegt auf kann. Und wenn die Strecke einfach ist, dann reicht es vielleicht trotzdem. Mal schauen, was dann am Ende fehlt. Ah, habe ich nochmal eins verpasst? Okay, wenn ich zwei verkacke, dann ist schon ganz, ganz kacke. Ja, gut. Bronze, Silber haben wir gemacht. Ah, Gold auch, oder? Rennzeit. Block Gold auch. Ah, okay, die Strecke ist einfach. Ihr habt gesehen, ich habe ein bisschen verkackt. Ein bisschen ist gut. Und es hat trotzdem gereicht. Also, die ist ziemlich easy. Dann sind wir beim vierten Dude. Und zwar sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 54, 23. Und dann würde ich sagen, starten wir mal durch. So, Try Nummer 2. Der erste lief mal, naja, mit holprig können wir es zusammenfassen. Bin da jetzt nicht optimal geflogen, ich sag's wie es ist. Da können wir jetzt ein bisschen noch was optimieren. Hier oben das Grüne, diesmal habe ich es glaube ich mitgenommen, ne? Meine ich. Vorhin habe ich es nämlich verpasst. Hallo, ich will nach oben. Oh shit, das war jetzt... Mir hat meine Space-Taste gerade ein wenig gehangen. Bisschen zu spät nach oben. Jetzt schauen wir mal, ob ich nochmal die zwei Kugeln mitnehmen kann. Und zwar hinter der ist gleich noch eine. Seht ihr das? Kannst du da zwei schnabulieren. Also eben waren es gerade 4,5 Sekunden, nicht zu langsam war. Was halt schon einiges ist, ne? Muss ich halt schauen, dass ich die noch irgendwo raushol. Ach, da habe ich das Ding wieder nicht mitgenommen. Das war jetzt nix. Warum klappt denn mein Space nicht? Was ist denn das? Ich drücke immer und der fliegt nicht nach oben. Also ganz komisch. Naja, es hat jetzt aber trotzdem gereicht. Aber es hat zweimal gebackt, ne? Weil ich habe meinen quasi nach oben fliegen. Einfach auf Space, dass ich halt hochkomme, dass ich es nicht so klicken muss. Aber gut. Naja, es hat anscheinend funktioniert. Gold haben wir eingetütet und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten. So, Udala, wir sind am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt einmal hier bei den Koordinaten 38, 50. Und ich würde sagen, wir starten wieder durch. Einmal hier fortgeschrittener. Try Nummer 8 sind wir jetzt, glaube ich. Was willst du denn jetzt so wirklich? Ich sag's euch, ich versuche jetzt mal hier einen Ticken Elan zu sparen am Anfang. Und vielleicht mal nicht in den Feuer reinzukommen. Ich habe das Problem, dass ich hier immer zu slow werde, ne? Mal gucken, jetzt habe ich am Anfang nicht gleich mehrere Elan durchgehauen, sondern mal einen Ticken gespart, dass ich hier ein bisschen mehr habe. Packe ich dann immer komplett ab und habe dann gar nichts mehr in Elan. Und vor allem, ich habe jetzt ein paar Mal es blöderweise geschafft, hier so Feuerkügelchen mitzunehmen, was natürlich immer nicht ganz so geil ist. Den Elan hier auf der Strecke. Oben flattern. Ach komm, ich habe schon wieder so ein Feuer mitgenommen. Das kann ich mir doch nicht erzählen. Volle Lotze rein. Zumindest haben wir das hier noch. Ich weiß nicht, aber ich war, glaube ich, so schon ein bisschen schneller als sonst. Vielleicht können wir das Feuer ausgleichen. Schauen wir mal. Ich habe auch, glaube ich, jetzt alle Orbs mitgenommen. Das ist schon mal gut, ne? Ja, das hat gereicht. Uff, aber knapp, ne? Ein bisschen über eine halbe Sekunde drunter, das waren jetzt 8 Tries. Ehrlich gesagt, die Strecke ist nicht sonderlich schwer. Ich hätte es eigentlich im... Der erste und der zweite waren sehr gut, die waren nah dran. Und weiß ich jetzt auch nicht, ich habe es irgendwie ein bisschen verkackt. Naja gut. Dann haben wir jetzt noch die letzte Strecke und zwar ist die nur ein paar Meter weiter drüben. Hier bei den Koordinaten 39, 60 sind wir jetzt. So, zweiter Try. Der erste hat nach 5 Sekunden geändert. Ich habe das nach oben fliegen gedrückt und bin über das Portal drüber geflogen. Das war jetzt, würde ich jetzt mal sagen, eher nix. Also das solltet ihr nicht machen. Den Vorwärtsschub ist hier, glaube ich, eher so der Way to go. Alles andere kannst du knicken. Schauen wir mal, wie es Elan-Management hier so läuft. Ein Elan habe ich noch, ne? Besser gesagt hatte. Aber jetzt geht es hier ein bisschen nach unten. Das schaut ganz gut aus. Ja, da vielleicht so ein bisschen durch. Jetzt gehen wir mal ein bisschen nach oben hier. Ich merke nichts von dem extra Elan, wenn ich in der Nähe vom Boden rumfliege, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Sehe ich jetzt nicht so viel
Passt das schon? Oh nein, jetzt hier am Ende verkacke ich mit Elan. Das reicht nie und nimmer. Ah doch, es hat gereicht. Tatsächlich. Tatsächlich hat es gereicht. Und was gab es hier? Nochmal so eine Ausrüstung. Die können wir gleich lernen. Einmal gelernt. Und damit sind wir tatsächlich auch durch. Das war hier ein Try. Und ja. Ja, ich sag mal so, bei den einen oder anderen habe ich mich jetzt ein bisschen angestellt. Aber war eigentlich alles ganz gut machbar. Die fortgeschrittenen Rennen waren ja jetzt nur 6. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende vom Video. Ich werde jetzt als nächstes die umgekehrten Rennen machen. Da werde ich auch nochmal ein Video für aufnehmen. Und ja, da sehen wir uns, wenn ihr wollt. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.